Finale Deutschland-Argentinien, das letzte Mal das Kokorakel. Was wird's bringen? Kaiser ist wieder da, Franz Beckenbauer. Franz, du hast Erfahrung mit Argentinien in WM-Finals. Wie war's? Ja gut, 86, da war das Problem, dieser Jorge Buruchaga, da läuft er allein auf das Tor zu Toni Schumacher, komm, ich kann mich noch gut erinnern, etwas zu spät raus, oder er kommt eigentlich gar nicht richtig raus und dann fällt dieses 3:2, das war natürlich extrem bitter, die Revanche haben wir dann 4 Jahre später geschafft, damals in Rom im Olympiastadion, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe diesen Sieg damals durch ein Tor von Andi Brehme noch minutenlang dann auf dem Rasen genossen, ich bin richtig in mich gegangen, es war ein fantastisches Gefühl, da bist du einfach wer, als Weltmeister, als Spieler und als Trainer, da bist du wer. Franz Kurz, was hast du für Gefühl, was ist los in Rio am Sonntag? Ich glaube schon, dass die Post wieder abgehen wird bei unserer Mannschaft, 7:1 gegen Brasilien im Halbfinale, dann gegen eine argentinische Mannschaft, die nicht mich so überzeugt hat, wir gewinnen 2:0. Ja, damit könnten wir leben. Und jetzt gilt's. Wir wollen noch dazu anfügen, dass die Näpfe exakt mit der gleichen Hundenahrung gefüllt ist. Also die Leckerlis sind genau gleich verteilt. Lucy, lass den Koko los. Genau, er hat eh schon Hunger. Toi, toi, toi. Deutscher Sieg! Kaiser! Okay. Ja, ich hoffe, wir können es etwas klarer machen. Damals war es ja doch ein umstrittener Elfmeter, 90, diesmal ein 2:0. Ein klares, das wär's.